Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Ich bin hier heute mit dem guten Jonah Plank am Start. Wir waren ja jetzt eine Woche ungefähr in Island unterwegs. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal ein chilliges Q&A zusammen. Also, los geht's. David Reko fragt, wieso schneidet ihr nicht mit einem Hackintosh? Gute Frage, weil es einfach unangebracht ist. Ja, das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach unanständig, sowas zu machen. Nee, es gibt natürlich eine ganze Menge sinnvolle Gründe, warum man es nicht machen sollte. Ich meine, der Reiz ist natürlich viel Leistung für wenig Geld in einem PC, den man selber gebaut hat. Aber wie es halt nun mal so ist, wenn man was nimmt, was man selber gebaut hat, Anpassung ist halt... Und Support auch. Von der Leistung wäre es halt wirklich geil, auch wenn man Final Cut zum Beispiel nutzen kann, was mein Schnittprogramm ist, was Felix sein Schnittprogramm ist, wäre es wirklich cool. Aber ob das dann alles wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, das weiß man nicht. Ja. Und dann klappt mal ein Update nicht, dann gibt es neue Features für Final Cut, die man unbedingt haben will, ja. Aber es läuft noch nicht gescheit auf der neuen Version. Und ein großer Vorteil von Final Cut ist ja auch, dass es so perfekt auf die Hardware angepasst ist und ob es dann bei einem Hackintosh noch gewährleistet ist, das auch ist fragwürdig. Ja. Was würdet ihr einem angehenden Technik-YouTuber für Tipps mit auf den Weg geben? Mach dein Ding. Ja, auf jeden Fall. Also einfach mal loslegen. Überleg dir, welche Themen dir gefallen, worauf du Bock hast, worüber du berichten möchtest. Und lass dich auch nicht davon abhalten, wenn du am Anfang nicht so viele Geräte hast, die du reviewen kannst oder so. Sondern mach auch mal ein paar Meinungsvideos oder ein paar Newsvideos oder was auch immer dir auf der Seele liegt. Ein paar Tutorials. Einfach, worauf du Lust hast. Und sorg dafür, dass du nicht mal einfach irgendwie aufhörst, sondern zwing dich vielleicht am Anfang dazu, mindestens ein oder zwei Videos die Woche zu machen, damit du einfach in den Flow reinkommst. Ich denke, das Wichtigste allgemein ist einfach Passion zu haben und wirklich dahinter zu stehen, was man macht. Und dann kommt der Rest eigentlich meistens von alleine. Mats fragt, Lieblingskameras? Das ist die ganze Frage, so ein Wort, einfach nur Lieblingskameras. Was sind denn deine Lieblingskameras, Jonah? Also, eine Arri Alexa wäre ganz nice. Nein. Ja, beschweren kann man sich da eher weniger. Nein, also aktuell ist meine Lieblingskamera die Kamera, die wir gerade nutzen. Digga, nimm mir nicht meine Lieblingskamera weg, Mann. Nee, sie ist einfach dope. Das ist einfach aktuell die beste Fullframe-Kamera in dem Preispunkt, in dieser Abteilung, ja. Um es nochmal zu sagen, wir nehmen gerade mit der Alpha 7 III auf und ich muss auch sagen, mein Testbericht dazu ist ja mittlerweile, sollte hoffentlich online gegangen sein und dein Vlog, ein Tag mit der Kamera hoffentlich auch. Die bietet unglaublich viel. Sie ist die beste Alpha 7 Kamera, die es bisher gab und ja, erfüllt alle meine Wünsche. Sie ist gut in Lowlight, hat einen Top-Autofokus, scharfes 4K, was will man da noch mehr? Und? Ja. Richtig scharfe Slow-Motion-Aufnahmen. Das ist so ein Vorteil, das denkt man nicht. Man denkt sich jetzt Slow-Motion scharf, ja. Aber die Slow-Motion, also 100 FPS, sehen einfach fast wie 4K aus. Kann man das sagen? Ist es vertretbar? Es ist halt Full-HD, in dem es abgespeichert wird, aber es ist runterskaliertes Full-HD und es wirkt schon ziemlich gut. Sieht wirklich scharf aus. Aus. Das Ding ist, man kann jetzt halt noch nicht so genau sagen, was mit der 7S 3 sein wird. Also wenn die noch 4K 60 kann und so, dann... Ja. Tut's mir leid, dann wird das meine neue Lieblingskamera. Aber zum heutigen Standpunkt, wo es nur die Alpha 7R 3 und Alpha 7 III gibt, im Sony-Lager zumindest, würde ich sagen, dass das meine ist. Weil mit Panasonic kann ich persönlich nicht so viel anfangen, wegen dem kleinen Sensor. Nicht, dass sie nicht gut ist. Ja, man kann damit viel machen. Auf keinen Fall. Ja. Aber sie hat einfach für uns einen zu kleinen Sensor, aber das liegt und auch da. Und zu schlechte Lowlight, finde ich, auch für meine. Also wenn ich damit vloggen will, so brauche ich halt richtig gute Lowlight-Performance. Und die 7 III ist so ein richtig geiler Allrounder, damit kann man halt echt viel machen. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu. Ja, und als Budget-Option ist meine Lieblingskamera die Alpha 6300. Die gibt es mittlerweile für, glaube ich, so um die 800 Euro. Link unten in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Aber ich benutze die selber noch ziemlich oft für Unboxings, einfach als B-Roll-Kamera oder auch wenn ich mal auf Messen bin. Weil die halt echt ein ziemlich gutes 4K-Bild auch für wenig Geld bieten kann. Am besten in Kombination mit dem Sigma 1835. Huber fragt, denkt ihr, dass Bill Gates ein Windows-Phone nutzt?
Nee, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Stell dir vor, du bist so reich wie Bill Gates, du kannst jedes Handy nutzen, du kannst dir alles holen und dein ganzes Leben ist so auf dem Qualitätsstandard von over the top und dann musst du so ein schlechtes... Nee, macht der nicht. Glaube ich auch nicht. Macht der einfach Denkst nicht. Denkst du, dass der wirklich noch ein Handy benutzt oder dass er einfach nur noch Berater hat, die ankommen und sagen, yo, du hast gerade ein SMS oder du hast gerade eine WhatsApp bekommen? Würde mich persönlich nerven. So, wenn du zu Hause beim Abendessen sitzt, da kommt einfach so jemand und sagt, du hast eine neue SMS. Ja. So ein Typ, der sich verkleidet wie diese Büroklammer von Word und kommt so rein und sagt ihm die ganze Zeit, was los ist. Nee, ich glaube, dass er ein Android-Handy verwendet, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kenne ihn leider nicht privat. Du? Ja, schon. Ja? Aber ich habe lange nicht mehr mit ihm gequatscht. Malte fragt, was sind eure nächsten Reiseziele? Ja, willst du anfangen? Ja, bei mir sieht es gar nicht so spektakulär aus, außer dass wir bald nach Wien fliegen. Steht nicht so viel auf der Liste, also doch. Ich studiere ja nebenbei noch. Doch, Island, ja. Nochmal einfach. Stimmt, nochmal. Wir haben heute schon entschieden, dass wir nochmal nach Island fliegen. Ja, weil das Problem mit Island ist, wir waren jetzt so in einer Ecke und wir haben uns schon ein bisschen was angeschaut. Also so. Um Reykjavik waren wir da so ein bisschen. Ja. Und es war mega cool, weil wir haben so unser Fjord irgendwie so angeschaut. Wir haben viele Dinge gesehen, die ich sehen wollte. Sehr viel Spaß mit Island-Ponys gehabt, was sich jetzt komisch an. Ja, wir haben die fotografiert. Und Gott. Nee, aber ich glaube, dass es sehr viele Dinge gibt, die Island noch ausmachen. Wir haben noch keine Nordlichter gesehen zum Beispiel, wir sind auf keinen Vulkan raufgewandert und so weiter und so fort. Wasserfälle haben wir auch nur relativ kleine bisher gesehen und ich bin übelst nicht unzufrieden mit dem Trip bisher. Es hat mir sehr Spaß gemacht, aber ich will nochmal hin einfach. Ja, ich auch. Ja. Sakra LP fragt, wie würdet ihr eure Freundschaft definieren? Macht ihr nur ab und an mal was und seid Reisefreunde oder würdet ihr schon sagen, dass ihr gute Freunde auch so privat seid? Gute Frage. Ja, das ist eine Mischung, würde ich sagen, oder? Ja, also das nur ab und an liegt halt einfach daran, dass ich in der Nähe von Berlin wohne und du in der Nähe von Duisburg. Ja. Deswegen ist es immer so eine kleine Distanz. Ja, es ist, also bei uns kommt es so immer wieder dazu, dass wir manchmal irgendwie so 2-3 Monate haben, wo wir irgendwie so kaum Kontakt haben und dann besuche ich wieder Jonah oder Jonah besucht mich und dann ist es wieder richtig, richtig geil und so. Also wir kennen uns halt schon relativ lang oder was heißt das? Ja, drei, vier Jahre oder so. Ja, wo wir uns das erste Mal auf der IFA getroffen haben und es gab irgendwie bei uns nie so Streit oder so. Wir haben gar uns immer perfekt verstanden und ja, wie ihr seht, wir planen auch schon die nächste Island-Reise zusammen. Also wir haben immer Bock, was zusammen zu machen, immer Bock, zusammen Videos zu machen. Aber es kann trotzdem ab und zu mal dazu kommen, dass wir uns länger irgendwie nicht sehen. Ja, wie es halt in den Workflow von der Person gerade passt. Wenn ich gerade mehr mit Studium zu tun habe, dann sieht man halt sicher weniger, aber... Ja, aber ich würde sagen, so Vertrauenslevel ist schon relativ sehr, sehr hoch, würde ich sagen. Sehr dick. Dick am Start, ja. Wie habt ihr mit der Videografie angefangen und warum? Ja, weil die Fotografie zu langweilig war. Ja, ganz ehrlich, also es war quasi Langeweile. Ja. Aber bei dir so Langeweile von der Fotografie. Ja, von der Passion, von der einen Passion in die andere. Ja, bei mir war es so, ich habe direkt mit Video angefangen. Aber auch aus Langeweile, nicht aus Langeweile vor der Fotografie, sondern aus dem Alltag so neben der Schule. Ich hatte halt Bock, Videos zu machen über Technik, weil ich habe andere Leute gesehen, die es gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, probiere ich auch mal aus. Und dann ist es so nach und nach entstanden, weil es mir immer mehr und mehr Spaß gemacht hat. Und dann habe ich halt einfach nicht mehr aufgehört. Aber versteht mich nicht falsch, die Fotografie ist nicht langweilig. Das ist eher so, dass da, ich kannte noch nicht alle Grenzen der Fotografie, sagen wir es so, weil das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, wo ich quasi so rübergeschwappt bin. Also du würdest sagen, du machst jetzt Film seit 4 Jahren aktiv. Ja. Hast du davor irgendwas anderes so filmtechnisch halt so laienmäßig gemacht? Oder ist es wirklich dein erster Kontakt mit Film vor 4 Jahren? Nein, also der erste Kontakt war so vor 5, 6 Jahren. Okay. Aber wo ich dann wirklich so richtig reingestartet bin, das war, würde ich sagen, vor 4, 4,5, 5 Jahren. Shit. Ist halt immer so schwer, weil man... so mitreisen muss. Man wird ja auch älter und dann muss man immer so ein bisschen nachrechnen. Jetzt fühle ich mich langsam alt. Ich mache Videos jetzt seit fast 8 Jahren oder so. Was geht eigentlich bei mir? Naja, aber dafür halt nicht so viele Fotos. Ja, das ist fast mein Opa, würde ich sagen. Fühler fragt, mögt ihr mich? Spaß beiseite. Welches Equipment habt ihr in Island dabei? Hä? Milch ist doch Gift, oder? Ja. Nein, Milch. Ja, ich trinke hin und wieder mal Milch. Und Equipment?
Ja, ich fange einfach mal an mit dem Stuff, was ich dabei hatte. Ich hatte die Alpha 7 III dabei, weil ich die ja ausgeliehen bekommen habe von Sony, um die zu testen. Und deswegen habe ich auch am meisten mit der gemacht, weil ich sie halt einfach ausprobieren wollte. Dazu ein 16-35 f2.8 G Master Objektiv, was grandios ist. Mit dem wir auch gerade aufnehmen. Ja, sollte auch grandios sein zu dem Preis. Ja. Aber ansonsten halt noch die Alpha 7 R 3, die ich gerade auch noch von Sony da habe. Die muss dann aber auch bald mal zurück. Und da auch das 16-35 f4 ist das. Und on top hatte ich noch das Sigma 20mm f1.4 Art dabei. Und noch die Phantom 4 Pro Plus als Drohne. Ja, und ich hatte meine Sony A7S Mark II dabei, noch eine A6300, einfach als APS-C-Kamera, dass man zum Beispiel das 70-200 draufpacken kann und dann besser zum Beispiel Vögel fotografieren kann. Was du auch dabei hattest. Ja. Was ich auch dabei hatte. Dazu hatten wir dann noch einen Shogun dabei, einen Shogun Flame, aber wir sind da auch ein bisschen speziell. Ja, und Throat Link natürlich, was mir viel Freude beschert hat, ja, weil die Akkus davon wieder mitten in der Moderation lägen. Ey, ohne Spaß, das Throat Link, ich liebe dieses Mikrofon über alles. Es macht einen so flexibel, aber es ist jetzt echt nicht das erste Mal gewesen, dass mir der Akku während der Aufnahme leer gegangen ist. Ja, und es war wirklich komplett ruhig. Ich mache die Tür vom Auto auf und höre nur so Felix rumbrüllen: Der Akku vom Rot, Link ist alle. Und ich denke nur so, ja moin. Das war in Island halt die Kälte, ne? Also ich hatte eigentlich noch so 3 Balken, als ich angefangen habe. Und dann, ja, nach 10 Minuten war vorbei. Alles klar, das war's mit den Fragen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von denen sehen wollt, gibt's tatsächlich noch mehr auf Jonas' Kanal. Da haben wir die andere Hälfte beantwortet. Also checkt's einfach mal aus, unten in der Videobeschreibung oder oben in den Infokarten. Und ansonsten würden wir sagen, ja, war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.